Hallo Freunde, willkommen zurück zur Minecraft-Stadt. Ich bin so übertrieben motiviert, Freunde. Ihr habt mir richtig viele Tipps in den Kommentaren geschrieben, wie ich unter anderem an Geld rankommen soll. Aber erstmal, bevor wir das Video richtig starten, werdet ihr erstmal einen schönen Like da lassen. Abonniert den Kanal für weiteren Content. Und ich muss jetzt wirklich langsam an Geld rankommen, weil Freunde, ich will nicht, dass iCrimex mich sieht. Nein, genau in dem Moment, ich muss reingehen, Leute. Nein, 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 er darf mich so nicht sehen. Was ist hier für eine Brücke? Wer hat denn das hier gebaut? Ist das, gehört das noch zu Flauschis Zoo dazu oder was? Ich darf nicht reden, er hört mich doch safe. Er hat mich doch safe gehört. Er tut gerade nur so. Hier ist ein kleines Haus unter der Brücke. Warte mal. Muss da mal reingehen. Hallo Max. Na? Alles klar bei dir? Freut mich, dass ich dich hier auf dieser Insel sehe in der Minecraft-Stadt. Was machst du denn hier? Bro, ich bin jetzt eingereist. Ich habe all mein Geld genommen und bin hierher geflogen. Ich habe gar nichts mehr und ich wollte eigentlich nicht, dass du mich so siehst, weil ich weiß, dass du viel Geld hast und ja, ich weiß nicht, wie du jetzt zu mir stehst. Ich habe überhaupt nicht viel Geld. Ich habe aktuell nur einen Dollar. Warte, ich dachte, du wärst der Reichste hier. Nein, Candy ist hier gerade der Reichste. Candy ist reicher als du? Ich habe mein ganzes Geld in mein Hochhaus und in meine Firma reingesteckt. Ich habe gar nichts mehr. Bro, du hast eine Firma und ein Hochhaus, aber jetzt kein Geld mehr? Ja. Oh, ja, dann muss ich mich ja gar nicht schlecht fühlen, hier mit meinem Haus. Nein, unter der Brücke. Nein, natürlich musst du dich nicht schlecht fühlen. Aber, ja, ich sag mal, gibt natürlich schönere Orte zum Wohnen hier in der Stadt. Ja, aber ich habe gar kein Grundstück. Ich weiß nicht mal, ob ich mir was leisten kann. Müsstest du mir vielleicht irgendwelche Sachen zeigen, wo du selber denkst, okay, ich hätte eine Möglichkeit, dort zu leben? Weil ich sag dir ehrlich, klar, ich dachte mir, ich werde hier alles dann alleine aufbauen, aber ich will eigentlich nicht von allen anderen getrennt sein. Und wenn du sagst, ey, du hast ein Grundstück für mich, was du mir zeigen könntest, das würde ich dann gerne in Kauf nehmen. Ja klar, SU, komm mal mit, Junge. Alter, du wohnst ja hier wirklich unter einer Brücke. Ja, ich weiß nicht, ich dachte, das wäre cool an sich so, aber wenn du sagst, dass du was Cooleres für mich hast, dann gucke ich mir das gerne mal an. Ey, ja, komm mal mit wie hier. Cool, Freunde, iCrimex ist ja echt so nett zu uns. Ich dachte echt, vielleicht, wenn er mich so sieht, sagt er, nee, Sue, du musst erstmal richtige Klamotten holen, vielleicht stinkst du auch, aber ich glaube, ich rieche gar nicht so schlecht. Ich rieche, glaube ich, sogar gut. Ich war wahrscheinlich wegen dem Wasser da drunter, Leute. Geil, okay, lass uns das mal gleich angucken, was Max uns zeigen wird. Ich bin schon richtig gehypt und ich sollte erstmal was essen, damit ich auch sprinten kann, weil ich kann gerade nicht sprinten. Gut, dass wir auf jeden Fall bei Flauschi in ihr Laden ein paar Kartoffeln gekauft haben. Max, ich komme ja schon. So, SU, guck mal hier, der linke Turm gehört mir. Wow, wie geil das aussieht. Was sind das für zwei riesen Wolkenkratzer? Oh, das hat mir Flauschi erzählt, dass in der Mitte ist Flauschi, ne? Der linke gehört dir. Genau, der linke gehört mir. Hm, verstehe. Und, sollen wir uns das mal kurz angucken? Ja klar, natürlich. Also ich kann, wie gesagt, ich habe da 7 oder 6, ich weiß gar nicht mehr, Wohneinheiten da drin. 7 bis 6, oha, krass. Bis jetzt wohne ich noch alleine da drin, also prinzipiell könntest du eine Wohnung da auch dir anmieten. Boah, das wäre richtig cool, ich guck mir das erstmal an. Wow, Leute, dieser Anblick, komm mal hier rein. Das ist ja so ein riesen Wolkenkratzer. Das hier ist nämlich der iCrimex Tower. Ein Stern, kleinster Tower. Beton für, ja, das ein Sternding, das hat Candy dahin gemacht. So. Mm. Ich glaube, ich habe den Tower, das hat mich, glaube ich, $20.000 oder so gekostet, der ganze Beton dafür. Boah. Ja, richtig teuer gewesen. Leute, so, wenn er wüsste, dass ich nur null, ich habe wirklich gar kein Geld bei mir. Okay. So, dann hier Briefkästen, da, also wenn du hier dir ein Stockwerk nimmst, hast du natürlich auch einen eigenen Briefkasten hier. Eine Tiefgarage gibt's auch noch, kann ich dir auch noch zeigen, wenn du mal ein Auto oder ein Moped hast. Geil ist das denn bitte, Freunde? Da muss ich direkt runter. Wow. So, hier eine eigene Tiefgarage für die Hauseinwohner. Okay, Motorräder habe ich auch schon gesehen, kann man kaufen. Wie teuer war nochmal ein Motorrad? 1000. Hast du schon ein Motorrad? Weil ja, da war gerade keins. Ich irgendwo geschrottet. Nein, oh mein Gott. So, dann gehen wir einmal ganz hoch. Ich kann dir ja mal meine Suite zeigen. Ganz nach oben, okay. Das ist die Penthouse-Suite, die geht über zwei Stockwerke. Wow, das sieht ja schon mal... Oh mein Gott, was ist das für ein Ausblick hier? Du kannst ja die ganze Stadt von hier oben angucken. Der ist sehr, sehr crazy, der Ausblick. Leute, wie krank sieht das bitte aus? Denkt ihr auch, wir werden irgendwann in der Lage sein, sowas Cooles zu haben? Oder sagt ihr, nee, Stu, du wirst ein armer Schlucker sein? Mal gucken, voll eingerichtet, Freunde. Küche, Wohnzimmer, hier Badezimmer sogar. Guck mal, bei dem Ausblick hier kann man auf dem Klo sitzen. Was? Also hier sein Geschäft zu erledigen ist ja richtig geil. Bro, ja, ne? Also ich sag euch ehrlich, das ist ja echt geil, wenn du hier deine Geschäfte machst. Feier ich. Krass. So, dann geht's noch weiter. Ich habe natürlich auch noch ein Schlafzimmer. Komm gerne mal mit. Ja, oh, das sind Diamanten, Leute. Nicht, dass er denkt, dass wir die klauen. Ich komme ja schon. Hier habe ich ein Bored Ape Gemälde. Was? Wie cool, das ist ja einfach ein Monkey, die Donkey. Ja. Der sieht ja aus wie ich. Aber in meinen guten Zeiten, Leute, guck mal, wie ich jetzt aussehe. Aber damals sah ich so cool aus. Ich werde auf jeden Fall wieder cool, das kriegen wir schon irgendwann hin. Und das ist jetzt hier die höchste Etage. Und hier ist der Master Bedroom. Wow, the Master of Disaster Bedroom. Ich sag dir ehrlich,
Am coolsten fand ich wirklich deine Toilette, dein Badezimmer. Das hat mir am meisten gefallen, sag ich dir hier, Real Talk. Das freut mich. Und ich sag mal so, so eine fast genauso coole Wohnung kannst du auch haben. Komm einfach mal ein Stockwerk runter. Ja, direkt runter, zack. Genau. Die Wohnung ist zum Beispiel noch frei. Oh, sehe ich gerade. Sieht auch schön aus, aber das hat keine Etage, ne? Das wäre quasi diese Wohnfläche hier. Ich könnte mir selber dann Mauern quasi... Genau, also du kannst hier in meinem Hochhaus kannst du, wenn du jetzt eine zwei Wohnungen nimmst untereinander, kannst du da auch einen Durchbruch machen, ne? Du kannst dann hier rausreißen und da auch eine Treppe reinfüllen. Ah, hast auch okay, zwei verstehe. Etagen. Und dürfte ich theoretisch hier meine eigene Terrasse bauen oder sagst du, das wäre... Nee, das geht leider nicht. Also Anbau von außen geht nicht, weil es muss ja so identisch aussehen. Weißt du, das gesamte Hochhaus von außen... Okay, aber, verstehe. Hier innen drin kannst du verändern, was du willst dann. Okay, dann kommen wir mal zum Wichtigsten. Was ist der Preis, Max? Was muss ich dir dafür zahlen, also um hier leben zu dürfen? Also pro Etage $500 die Woche. $500 die Woche sogar? Also pro Etage. Du kannst jetzt auch 4 Etagen nehmen, dann wären es 2000 die Woche. Ja, verstehe ich. Einfache Mathematik, aber ja. Da müsste ich nochmal genau darüber nachdenken, ja, okay. Ob ich das in Kauf nehme, weil ich sag dir ehrlich, ich wäre ja komplett dann zentral in der Stadt. Das ist schon mal, das sind wichtige Punkte. Ich wäre in der Mitte von der Stadt und könnte wirklich... Also von der Lage her gibt's nichts Besseres hier. Es gibt echt nichts Besseres. Weißt du was? Ich werde mir meine Gedanken machen und ich werde überlegen, ja, falls ich wirklich schnell an Geld rankomme, weil du hast mir auch schon erzählt, wie ich an Geld rankomme, mit Erde unter anderem. Wenn ich sehe, dass ich das gut hinbekomme und viel Erde verkaufen kann, dann mache ich mir die Gedanken und vielleicht nehme ich das echt in Kauf, ja? Easy, easy. Würde ich mich freuen, dich als Nachbar zu begrüßen. Okay, sehr, sehr geil. Danke dir, Max, für die Rundtour. Easy, gerne. Für die Rundtour. Und ich würde mal sagen, ich werde mich jetzt an die Arbeit machen und Geld besorgen. So, hier einfach runter, ganz runterfallen, dann bist du wieder unten in der Lobby. Okay, sehr, sehr nice. Weil ich will hier nicht als Schmalschmur gelten, ja? Ich will auf jeden Fall hier geile Sachen haben. Gut, Bro. Okay, danke dir. Hat mich gefreut, dich zu sehen. Ciao, ciao. Okay, Leute, gut, da würde ich mal sagen, eigentlich mega nice, ne? Die Frage ist nur, sollen wir das wirklich jetzt in Kauf nehmen? Was sagt ihr, Freunde? Soll ich zusammen mit Max leben? Oder sagt ihr, ich soll was Eigenes bauen? Das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen. Wir machen so, Freunde. Hashtag Sue und Max. Wenn ihr sagt, ich soll mit Max zusammen leben. Oder ihr sagt, Hashtag Sue bauen. Dann weiß ich, ich soll was Eigenes bauen, was Eigenes kreieren. Und das, was ich da hinten gebaut habe, Freunde, das war die erste Folge. Klar, ich hatte noch nicht so viel. Ich musste erstmal hier klarkommen. Mittlerweile habt ihr mir so coole Kommentare geschrieben. Mittlerweile habt ihr mir erzählt, was man hier unter anderem machen kann. Und, was macht Flauschi eigentlich da hinten die ganze Zeit? Flauschi? Ja? Was machst du eigentlich die ganze Zeit dort? Ich sehe dich schon wirklich seit mehreren Stunden die ganze Zeit da warten. Das stimmt, alles gut, ich habe auf meine Schildkröten gewartet. Die haben so lange gebraucht, bis sie geschlüpft sind. Ach, die sind schon geschlüpft? Ja, jetzt gerade. Oh mein Gott, wie cool ist das? Da würde ich sagen, Leute, guckt das auf jeden Fall bei Flauschi an. Ich glaube, sie hat echt schöne Schildkröten. Und ich sag, Flauschi, irgendwann, wenn ich genug Geld habe, werde ich in der Lage sein, dein Zoo anzugucken, ja? Oha, sehr gut. Aber okay, ich will jetzt nicht eindringen und alles angucken. Deshalb irgendwann. Und ich freue mich, dass deine Schildkröten geschlüpft sind. Sehr gut. Dann sehen wir uns später, Sue. Ciao, ciao. Tschüss. Gut, Leute, da würde ich mal sagen, irgendwann werden wir dazu auch in der Lage sein, da reinzugehen. Und ich sag mal so, wir sind jetzt vielleicht als Neuer dazugekommen. Irgendwann werde ich mehr Cash als die hier in Minecraft statt haben. Ich werde wirklich meinen eigenen Zoo vielleicht auch irgendwann in Zukunft bauen. Mit noch krasseren Sachen, noch größer, noch exotischer. Und ich freue mich schon richtig drauf, Leute. Lasst uns jetzt wirklich langsam... Guck mal, meine Schaufel und meine Sachen. Ey, Freunde, ihr kennt mich doch normalerweise. Ich habe direkt guten Loot, aber... Hier funktioniert das natürlich ein bisschen anders und deshalb ändern wir einige Sachen. Trotzdem werde ich es schaffen, wieder aus dem Elend rauszukommen, Freunde. Guckt mich mal an. Ich werde es schaffen, aus dem Elend rauszukommen. Denn, Freunde, niemals vergessen, was habe ich euch immer beigebracht? Niemals aufgeben, immer für seine Träume kämpfen, immer für seine Freunde da sein. Und dann kommen wir aus diesem Elend wieder raus, Leute. Wir waren jetzt bei Null starten oder haben bei Null gestartet. Aber ich denke, mit eurer Unterstützung, mit eurer Macht, mit euren Kräften, mit euren Kommentaren werde ich es schaffen, rauszukommen. Let's go, Freunde. Und deshalb werden wir das machen, was notwendig ist. Und zwar eine legendäre Schaufel. Beziehungsweise, wir fangen natürlich klein an. Ihr habt alle in den Kommentaren geschrieben, Sue, mach dir eine super Ultimate-Schaufel. Und das mache ich jetzt auch, Leute. Aber wir fangen natürlich klein an mit einer ganz normalen Holzschaufel, Freunde. Und ich will eigentlich nicht diesen Platz hier irgendwie dreckig machen. Deshalb werden wir schön Richtung Norden gehen, Freunde, damit wir diesen schönen Platz hier nicht dreckig machen. Und es wäre richtig cool, wenn wir jetzt erstmal anfangen, alles uns zu erfarmen, Freunde. Weil hier...
Es wird jetzt ein bisschen, ja, sag ich mal, entspannt. Wir machen auch hier entspannte Musik. Und ihr könnt ja in der Zeit schreiben, Freunde, wie geht's euch? Geht's euch gut, Freunde? Geht's euch gut? Spaß beiseite. Wir werden jetzt natürlich nicht mit dieser Holzschaufel farmen, Leute. Ich will eigentlich nur ein bisschen runter, damit ich hier ein bisschen an Stein reinkomme. Und dann werden wir zu Stein upgraden. So ein Ding ist das nämlich. Farm, Spitzhacke nehmen und Stein farmen. Und dann machen wir uns eigentlich auch direkt eine Steinspitzhacke, Steinschaufel und eine Steinaxt. Und dann werden wir uns noch mehr Sachen holen, Leute. Weil ich will eigentlich relativ schnell, ich denke mal, in der nächsten Folge sollten wir schon dann direkt unsere super Schaufel haben. Weil, Freunde, ihr wisst, ich habe doch jetzt schon mittlerweile so auf Minecraft von neu immer gestartet. Also in der Zeit, wo ich jetzt alles Minecraft hier gelernt habe, Freunde, dank euch natürlich auch, geht das natürlich alles viel, viel schneller. Bloß in der Folge will ich nochmal das so machen, dass wir schön entspannt alles... ja, ich habe Erde jetzt geholt, was auch eigentlich wichtig ist und ich benutze das schon direkt wieder. Ich mag die Donkey. Aber hier, Freunde, da würde ich mal sagen, gehen wir nochmal kurz zurück zur Crafting Bank und werden uns die erste Steinspitzhacke machen. Wir haben direkt schon ein Upgrade gehabt von Holz zu Stein und jetzt machen wir gleich Stein zu Eisen. Und dann von Eisen zu Diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a beautiful sea. Wieso mache ich mir ein Schwert hier? Das ist falsch, das ist falsch. Denn ich will eine Steinspitzhacke machen. Yeah. Oha, war das schön? Oder war das nicht schön, Leute? Bam, zack. Und kurz mal Brot gönnen. Nom, 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 nom. Lecker, schmecker, klein und rund. Der Apfel ist schnell in meinem Mund. Bam, Freunde, wo kommen die ganzen Reime auf einmal her? Checkt ihr das, was hier überhaupt passiert? So, ich guck mal kurz die Geschwindigkeit an. Die Geschwindigkeit, ich denke mal theoretisch. Ich will einen Test machen, Leute. Ich will gucken, was schneller ist. Erde zu farmen. Und das direkt zu verkaufen. Wir können eigentlich... Wisst ihr was, Leute? Ich verkaufe jetzt Erde. Ich werde jetzt Erde nehmen. Und ich gehe jetzt nicht farmen. Ich wollte jetzt theoretisch Diamant und sowas farmen. Aber wir können da mal gucken, ob wir von Max und Flauschi oder vielleicht sogar Candy ein paar Sachen abkaufen können in deren Shop. Oh, das wird nice, Leute. Da gehen wir mal gleich rein. Deshalb hier noch ein bisschen mitnehmen. Ihr müsst mir auch immer schreiben, wollt ihr das auch sehen, wie ich zum Beispiel sowas farme oder sagt ihr, Sue, sowas kannst du beschleunigen und rauscutten, dann würde ich das unter anderem rauscutten, aber da ich das jetzt gerade noch nicht weiß, Freunde, wie es bei Minecraft Stadt für euch am besten ist, würde ich das unter anderem erstmal noch drinnen lassen, zumindest jetzt, ich würde kurz diese Dinger hier noch farmen, 2 Stacks Erde sollte auf jeden Fall reichen und dann machen wir uns auf den Weg und das coole ist, Freunde, weil wir wirklich relativ nah alle aneinander sind, kann es sein, dass wir direkt schon wieder jemand anderes auf dem Weg rüberrennen und dann schauen wir, was die machen und, ich sage euch ehrlich, meine Mission ist es natürlich auch, den einen oder anderen schnell zu überholen, Leute. Das kriegen wir, denke ich mal, aber schnell fix hin. Und ich hätte auch Lust, für den einen oder anderen zu arbeiten, damit wir auch dadurch schnell an Geld rankommen, weil die sind ja schon ein paar Wochen länger hier drauf gewesen, Freunde. Und ich denke, wenn wir wirklich schnell arbeiten für die einen oder anderen Personen hier auf dem Server, dann kommen wir ganz schnell an viel Geld ran. Und deshalb, Leute, harte Arbeit wird sich natürlich auszahlen. Harte Arbeit wird im Leben immer belohnt. Ich denke mal, wir haben jetzt hier... Diese 3 Stacks fast. Ja, 3 Stacks habe ich wirklich fast. Das sollte reichen. Mal gucken, was wir jetzt... Ich will natürlich auch gucken, was wir in der Zeit, wo ich das jetzt alles rausschneiden könnte, habe ich jetzt alles drinnen gelassen. Wir lassen das drinnen und schauen jetzt in der Zeit, wie wir jetzt Erde gefarmt haben, was wir jetzt mit 3 Stacks... Das ist so ein kleines Experiment jetzt, Freunde. Wie schnell... Das waren jetzt ungefähr 5 Minuten. Was können wir in 5 Minuten mit einer Steinspitzhacke, beziehungsweise mit einer Steinschaufel, was können wir alles in 5 Minuten bekommen, wenn wir das jetzt verkaufen gehen? Und mal gucken, ob wir hier jemanden wieder sehen. Flauschi, bist du da? Hallo Flauschi, ich habe Erde für dich. Willst du kaufen? Nein, willst du nicht? Dann auf Wiedersehen. Oh, hier war, genau, hier konnte man Tickets kaufen. Wir gehen mal kurz rüber. Und ich freue mich auch schon, wenn ich ein Fortbewegungsmittel habe, damit wir schneller nach A und B kommen. Von A nach B. Flauschi Supermarkt, da gehen wir auch gleich rein und kaufen uns direkt ganz viel Getreide, Mitreide, Kartoffeln, meinte ich eigentlich. Hier war es, ne? Genau, da muss ich jetzt reingehen. Und zu unserem... Wir brauchen einen Namen. Wie heißt der Typ eigentlich da oben? Heißt er Jefferson? Jefferson, ich habe hier ein bisschen Erde für dich. Einrichtung und Blöcke. Sonstiges. War das der Typ hier oben? Ne, der Typ unten hat natürlich Sachen gekauft. Der kauft uns gleich Erde ab. Also, wir kriegen 64, verkaufen wir und kriegen 80. Geil, das heißt... oh, ich kann nur Stacks verkaufen, oder was? Ich kann nur volle Stacks verkaufen. Okay, das wusste ich gerade nicht. Aber wir haben jetzt $160 bekommen. Und mit $160 könnten wir... Ich guck mal, wie teuer ein Buch ist. 450, hatte ich ja total vergessen. Ja. XP können wir auch kaufen. $80 für... Ja, fürs Verzaubern. Und später ist das echt geil, Freunde. Also echt cool gemacht, feiere ich.
Lass uns mal kurz rübergehen und den Diamantshop angucken. Da wollte ich natürlich echt gerne gucken, was wir jetzt mit 160 Dollar bekommen. Oh, ich hatte es total vergessen. Ein Diamant, 10 Eisen, 200. Mann! Okay, ich habe das ein bisschen unterschätzt, Leute. Wir brauchen doch noch ein bisschen mehr. Da würde ich mal sagen, okay, das würde ich jetzt wirklich rauscutten. Aber bevor ich noch nicht so endgültig weiß, wie ihr das haben wollt, würde ich jetzt quasi den ersten Part hatte ich ja drinnen gelassen. Und jetzt würde ich halt dort rüber gehen und da jetzt alles abfahren, Freunde. Und das würde ich euch ersparen. Oder wir machen einen coolen Zeitraffer rein. So ein Ding ist das. Damit ihr das alles schnell beschleunigt bekommt. Wollt ihr lieber Zeitraffer? Ich glaube schon, oder? Dann machen wir geile Zeitraffer für euch rein. Ey, Freunde, guckt euch das mal an. Wie das jetzt mittlerweile aussieht. Ich sag mal so, es sieht schöner als davor aus. Okay, ich hätte jetzt eigentlich nochmal 14 weitere Erdblöcke farmen können. Dann hätte ich direkt 4 Stacks. Mache ich, glaube ich, auch. Ey, diese Löcher, die war ich nicht, Freunde. Das heißt, wenn die paar Löcher hier reinklatschen, dann kann ich auch ruhig das hier mitnehmen, damit ich hier nochmal kurz einen Stack voll mache, Leute. So ein Ding ist das. Und dann bringen wir diese 4 Stacks und holen uns dann 30 Eisen aus dem Shop und machen uns dann den Upgrade. Das heißt, wir haben direkt von Holz auf Eisen, nee, von Holz auf Stein, von Stein auf Eisen. Und mal gucken, ob wir auch noch Diamond schnell schaffen. Shine Bright Luck Diamond. Hallo, Ankäufer. Bababababam. 480, Leute. Du hast nicht genug Gegenstände in deinem Inventar. Ich weiß es. Alles gut, schön und gut. Ich werde jetzt erstmal mir Eisen kaufen gehen. Wir kaufen uns hier, ich hoffe, da ist überhaupt was drin. Wir kaufen uns Iron von Mr. iCrimex. Bam. Und haben ihm 300 gegeben und 10 Eisenbarren dadurch bekommen. Geil. Und nice, ein Diamond, oh, Diamond kostet 300, Leute. Aber es ist wichtig, Freunde, dass wir diesen Upgrade jetzt erstmal machen. Weil jetzt haben wir dadurch schnellere Möglichkeiten, beziehungsweise wir können erstens schneller abbauen. Und es hält auch länger. Ich musste, guckt mal, wie ihr gerade sehen könnt, musste ich schon einige Schaufel machen, weil die echt schnell kaputt gegangen sind jedes Mal. Und deshalb, kurz nochmal rüber gucken, ob wir irgendwas Tolles sehen. Wisst ihr was, Freunde, sagt's aber niemanden. Wir machen kurz den hier. Ich meine, wir gehen da nicht rein. Aber wir können ja kurz rüberschauen, oder? Mal gucken, was für Tiere wir sehen. Oh, Schildkröten, Schildkrötis, Kangaroos, Mangaroos. Ich will da reingehen, Leute. Falls ihr auch Tiere so sehr liebt, Freunde. Wenn ihr auch sagt, ey, ich habe sogar Haustiere. Dann lasst mich das mal wissen in den Kommentaren und lasst ein Like da. Wenn du ein Tierfreund bist, lasst ein Like da auf Ehrenbruderbasis. Weil wir sind Tierfreunde und Tierfreunde halten zusammen, oder? Und ich will auch Likes. Darum geht es mir auch. Denn Likes sind wichtig für den Algorithmus. Und wir machen uns jetzt unsere erste saftige Superino-Schaufel in, sag schon, in Eisenform. Ich weiß nicht, ob ich direkt schon... Ja, komm, wir machen uns noch eine Schaufel für alle Fälle, Leute. Und ich würde dann auch direkt, soll ich direkt eine Spitzhacke machen? Komm, wir machen uns auch direkt eine kleine Spitzhacke auf Eisenniveau. Zack. Was heißt klein? Die ist ja nicht klein, Leute. Bam. Und ich würde sogar sagen, noch eine Axt, aber dann haben wir echt viel verloren. Guck mal das Schweinchen an. Ey, bist du unser Freund oder was? Ich sag mal so, ich lasse dich in Ruhe. Ich lasse dich in Ruhe, weil ich werde schon auf jeden Fall anders an Fleisch und Essen rankommen. Ich muss dich dafür nicht attackieren, vor allem, weil wir gesagt haben, wir sind Tierfreunde, Freunde. Freunde, 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 müssen wir natürlich auch daran uns halten. Also ich versuch's. Mal gucken, wie lange. Gut, ich würde mal sagen, Leute, wir gehen jetzt mal in die erste Höhle rein. Und ich habe mir die Axt gemacht, unter anderem, weil ich damit fighten will, weil die Axt macht ja mehr Damage als ein Schwert. Falls ihr das noch nicht wusstet, wir gehen jetzt in die Höhle rein, dort rechts. Vielleicht sollten wir auch dort rüber. Mal schauen. Machen wir mal kurz ein Boot ready. Bam. Auch ein paar Sachen zum Bauen. Jetzt habe ich die Crafting Box da liegen lassen. Soll ich die mitnehmen? Ich glaube, ich nehme die einfach mal vorsichtshalber gleich mit. Ich baue mir kurz ein Boot und dann können wir eigentlich direkt in die Höhle dort rechts rein. Zack, zack. Ja, was habe ich denn da gemacht? So, und wir nehmen die Crafting Bank mit. Auf Wiedersehen, Schweinchen. Habe ich noch eigentlich Essen? Ich habe nicht mal so viel Essen. Aber ich hoffe, dass das reicht, wenn wir da gleich in die Höhle gehen. So einen kleinen Dungeon oder so zu finden, wäre natürlich auch schmackhaft. Stellt euch mal vor, wir finden direkt Warden oder so. Ich glaube, die Jungs und Mädels hier haben noch keinen Warden gefunden. Aber wenn wir Warden finden und dann direkt in den Dungeon reingehen mit Huschen und sowas. Ich glaube, Huschen ist hier wieder richtig OP, wenn wir als Erster irgendwie sowas wie Huschen oder sonst was hätten. Lass uns mal straight da reingehen. Dann können wir auch sowas wie Kohle und sowas suchen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hallo? War hier schon jemand? Oh. Sieht echt gruselig hier aus. Ich sehe nichts. Hier ist ja nur Wasser, ey. Na dann, wenn hier nur Wasser ist. Kupfer können wir eigentlich auch mitnehmen, Leute. Für, ihr wisst schon was, oder? Ihr wisst, mein Lieblingsitem. Schreibt, ich werde euch jetzt nicht verraten, was ich damit machen werde. Aber ihr wisst, ich habe ein Lieblingsitem oder
Es gehört zu meinen Favorite Items. Ich habe so Top 5 Favorite Items, ne? Und das, was ich mit Kupfer bauen kann, ist unter anderem. Ist unter anderem das, was ich als Favorite Item betitel, Leute. Können wir da rein? Lass uns mal kurz gucken. Ich könnte eigentlich ja das nebenbei auch mitnehmen. Das Meta. Wir werden jetzt, während wir Sachen suchen, können wir auch nebenbei immer abfarmen. Und jedes Mal Erde bedeutet ja auch automatisch, dass das Geld einbringt. Oh, da haben wir unsere erste Holzstücke. Holzstück? Was für Holzstück? Kohlestücke meine ich. Sehr nice. Aber ich müsste mir auch direkt eine Fackel machen. Machen wir auch. Bam. Mache ich auch direkt ganz viele. Und das Geile ist, Leute, können ja eigentlich auch das in der Hand halten. Dann haben wir automatisch schon Feuer. Gibt es hier keinen Höhleneingang oder sowas? Das wäre ziemlich wichtig zu wissen. Einen saftigen Höhleneingang. Und vor allem, Freunde, vor allem, wenn ihr sagt, ey, Su, geh lieber direkt straight zu iCrimex und leb da auf jeden Fall, indem du Erde besorgst und arbeite vielleicht für ihn oder arbeite vielleicht für Candy oder Flauschi im Zoo, dass wir dadurch unser Geld machen. Ist ja auch lustig, Freunde, ihr wisst, theoretisch, ich könnte jetzt direkt rein tryharden und wirklich jetzt so übertrieben geil Loot und alles holen. Aber ich glaube, Freunde, hier würde ich das ein bisschen langsamer angehen und wirklich den entspannten Hasen machen, dass wir auch mal andere Seiten zu sehen bekommen, andere Gesichter, andere Perspektiven. Und deshalb, ich hätte wirklich Bock, mal irgendwie hier für jemanden zu arbeiten auf dem Server. Ich hätte echt Bock, Leute. Und ich habe Angst, dass ich mich verlaufe, weil die Tiergeräusche werden immer lauter und lauter. Nicht, dass wir irgendwie gleich ein gefährliches Tier oder so begegnen. Oh, oh, das wäre gar nicht gut. Ey, da sind ja echt viele Tiere hier oben. Ist hier vielleicht ein Höhleneingang? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit und ich glaube, wir haben endlich einen Höhleneingang gefunden. Können wir nochmal ein bisschen Eisen und sowas mitnehmen. Aber guckt euch mal die Tiergeräusche im Hintergrund an. Das hört sich echt laut an, Leute. Da ist auch nicht zu spaßen, denn das ist echt laut an der Stelle. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ich mag eigentlich auch dieses entspannt, dieses Satisfying, dass man einfach so ein bisschen abbaut. Vor allem in den Anfangsphasen von Minecraft. Und das Feeling habe ich hier gerade wieder. Deshalb feiere ich das. Das ist ja wieder kein Höhleneingang, oder? Komm. Nein, wir kommen hier wieder am Ende raus. Aber Leute, kein Problem. Das heißt für uns wieder, geil Farm, geile Sachen mitnehmen und dann wieder verkaufen. Noch ein bisschen Kohle. Nehmen wir auch mit, Leute. Eigentlich ist jetzt wichtig, von allem irgendetwas zu haben. Weil jetzt, wo man verkaufen kann und Geld hier die neue Währung ist, beziehungsweise, ja, Dollar, beziehungsweise das, was da halt angezeigt wird für euch, das ist halt die Währung, also nicht mehr Diamanten. Trotzdem ist alles wichtig zu haben, weil wir alles verkaufen können und dadurch, oh, da ist auf jeden Fall ein Höhleneingang, sehr nice, dadurch halt unser Geld bekommen, Leute. Endlich! Und so Tropfsteindinger, damit können wir uns Lava machen, Leute. Dann haben wir unendliche Lavaquellen. Wichtig und richtig. Sehr nice. Und guck mal, der Sound, wie der Sound sich auf einmal geändert hat. Gruselig. Die Dinger soll ich auch mitnehmen, Freunde, fürs Platzieren. Wichtig. Also ich sag mal so. Oh mein Gott, was ist das? Ich dachte schon, ich bin tot. Was ist das? Real Talk, ich dachte, ich falle da jetzt durch. Was ist das? Hä? Könnt ihr mir das mal kurz erklären? Habe ich Hex an oder was? Was ist das, Leute? Das sieht so gruselig aus. Oh mein Gott, das macht mir echt Angst. Ich dachte echt, ich falle da jetzt durch. Und was ist das für eine Musik, Leute? Ich blende mal kurz hier aus, was ich im Hintergrund einblende. Also die Musik mache ich aus. Also das von Minecraft, das lasse ich für euch drin. Was ist das? Boah, das macht mir ein bisschen Angst. Gibt es Sachen, die wir hier noch nicht wissen? Und da haben wir nochmal Silber gefunden. Ganz stark. Let's go. Hat sich gelohnt, von Max hier direkt für 300 erstmal 10 Eisen zu bekommen. Dass wir jetzt selber unsere Eisenspitzhacke und selber farmen können. Das ist nice. Was kann davon weg? T-Lexikon würde ich auf jeden Fall nochmal behalten wollen. Ach, das kann weg. Bis jetzt haben wir noch keine Monster gesehen. Also ziemlich friedlich hier anscheinend. Ziemlich friedlicher Hase. Wow, wie tief es hier runter geht. Echt nice, wenn wir da plötzlich nochmal Diamanten meine ich natürlich, Dias auf Englisch, Dias, Diamonds. Ich meine natürlich Diamanten, dass wir da Diamanten finden. Ich würde noch eine Etage runtergehen wollen. Komm, das reicht doch mit Kohle. Ist das dort Diamanten? Nee. Ein Wassereimer habe ich jetzt auch nicht mitgenommen, beziehungsweise ich hatte ja nicht die Möglichkeit, oder? Doch, Eisen hatte ich ja noch ein bisschen. Ja, doch, nee, hatte ich nicht. Wir müssen da jetzt irgendwie runter, Leute. Oder soll ich da runter? Ich freue mich schon auch auf die Streams. Die Streams werden auch nochmal richtig geil und entspannt. Wenn wir das alles schön in den Streams machen, lass uns mal straight hier runtergehen. Gut, Freunde, wir sehen uns gleich. Ich baue mich mal kurz runter. Ah, das erste Monster ist da.
Okay, Leute, ohne Rüstung zu fighten. Ihr wisst, Freunde, wir haben eigentlich gut trainiert gehabt auf der YouTuber-Insel. Und dadurch sollten wir auch ohne Probleme alle Monster hier besiegen können, auch ohne Rüstung. Wäre jetzt so geil, wenn wir direkt Diamonds finden. Shine bright like a diamond. Kaum Diamanten hier irgendwo. Das wäre so cool, Freunde, so cool. Ihr wisst, wie teuer Diamanten war. Oh, Redstone. Ein bisschen gefährlich ohne Rüstung, Leute. Aber da muss ich durch. Entweder wir verlieren alles, oder wir schaffen es lebendig raus. Und ich bin mir sicher, wir schaffen es hier raus. Denke ich zumindest. Strong, 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 strong. Riskiert und gewonnen. Geht immer tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Warden. Ich rede sogar von Warden und da unten ist wirklich Warden, Freunde. Ist das Warden? Es ist wirklich Warden. Oh mein Gott. Sind wir die Ersten, die Warden gefunden haben? Stellt euch mal vor, da unten ist sogar Warden City. Das wäre krass. Gut, an der Stelle würde ich erstmal sagen, Leute, ich mache mir Gedanken, ob wir da wirklich in Warden reingehen, beziehungsweise zu Warden. Vielleicht haben wir dann wirklich Glück und treffen Warden City und bekommen unter anderem Huschen und sowas. Das wäre schon echt OP. Und auch Diamanten zu finden, weil, Freunde, ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass andere YouTuber auch dazukommen werden. Und deshalb wäre es schon cool, dass wir vor denen auf jeden Fall Sachen bekommen und die dann teurer verkaufen. Redstone nehme ich auch mit. Red to the Stone. Nehmen wir mit. Bisschen Redstone noch mitgenommen. Und deshalb, Leute, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zurückzugehen. Freunde, falls euch die Episode gefallen hat, ich muss jetzt hier lebend raus. Und, komme ich hier lebend raus? Gold. Oh, oh. Ich muss kurz was droppen. Der Apfel kann weg. Ey, lass mich in Ruhe, Junge. Weg mit dir. Critical Hit. Das nehmen wir noch mit, Leute. Gold, wichtig, wichtig, wichtig. Ich bin tot. Ich muss aufpassen, Leute. Ich muss aufpassen. Ich darf hier nicht drauf gehen. Oh, oh. Creeper, Creeper, Creeper. Ohne Rüstung bin ich brause tot direkt. Das sind zu viele. Das sind sogar Bogenschützen. Wisst ihr was? Ich nehme den normalen Weg. Ich baue mich da ganz normal hoch, Freunde. Und hier haben wir noch mehr Eisen. Aber da komme ich später, wenn ich ein bisschen Rüstung habe. Weil so ist mir das definitiv viel zu gefährlich. Creeper ist hinter mir. Creeper ist, glaube ich, hinter mir. Wir müssen jetzt schnell hoch, schnell unsere Bauskits von Fortnite benutzen. Das nehme ich auch noch mit. Sehr gut, das nehme ich auch noch mit. Ja, das nehme ich auch noch mit. Das nehme ich auch noch mit. Ey, auf dem Weg gerade noch richtig viel Eisen gefunden. Voll geil, das nehmen wir alles mit, Leute. Leute, ich wollte eigentlich das Video beenden, aber guckt euch das mal an, was da hinten ist. Es geht weiter. Wir hören hier noch nicht auf. Guckt euch das mal an, als ob wir Diamanten gefunden haben, schon direkt in der zweiten Folge. Checkt ihr das? Das müsst ihr unbedingt Candy und Max und Flausche schreiben. Unbedingt, Freunde. Also ich denke mal schon, dass Diamanten jetzt wirklich so übertrieben selten sind. Weil ich weiß noch, dass Candy gesagt hat, er hat gar keine Diamanten gefunden. Und deshalb, wir haben einfach jetzt schon Diamanten. Let's go. Ich darf nur nicht drauf gehen. Boah, ich hoffe, das sind richtig viele. Komm, komm, komm. Einer auf jeden Fall. Let's go. Mein ersten Fortschritt, Diamanten. Oh mein Gott. Ja. Freunde, wie viele? Wie viele und was ist das für eine Musik? Es wird immer lauter. Es wird immer lauter. Es wird immer lauter. Komm, haben wir hier noch ein bisschen was? Noch ein bisschen? Ja, Gold, Leute, let's go. Ich bin super zufrieden. Oh mein Gott, wir werden so rich dadurch. Ich verkaufe keine Diamanten. Ich verkaufe, glaube ich, keine Diamanten. Und warum ist das so laut? Haben wir hier vielleicht Warden City gefunden oder warum ist es hier so laut? Als ob wir schon direkt Diamanten gefunden haben. Gut, sollen wir nochmal weiter rennen oder zurück? Ja, wenn wir jetzt hier keine Dias mehr finden, dann gehe ich zurück. So, Freunde, ich wollte euch das ersparen und ich hoffe, ich habe mich jetzt endlich mal hier rausgebaut. Ich versuche schon die ganze Zeit hier rauszukommen und wir haben es endlich geschafft. Freiheit, wir sind hier lebend. Oh, kein Wunder, warum das so lange gedauert hat, weil ich einfach mich in den Berg hochgegraben habe. Oh mein Gott. Und meine Spitzhacke ist auch gerade kaputt gegangen. Also wir haben gerade wirklich nochmal Glück gehabt, dass das Ende gerade nochmal mit Erde war. Und ja, gut nochmal Erde gefarmt. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, guck mal, wie wir aussehen. Aber es wird nicht mal lange dauern. Dann werden wir nicht mehr so aussehen. Und ich freue mich, dass das Video bei euch hoffentlich gut ankommen wird. Weil das letzte kam richtig geil an. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, über jeden einzelnen Supporter, der mich hier täglich immer supportet, immer am Start ist. Ich küsse eure Augen. Dankeschön, Freunde. Und deshalb, wir sehen uns im nächsten Video, wo es dann heißt, ja, schreibt was ich dann unter anderem machen soll. Soll ich jetzt zu iCrimex oder nicht? Wir sehen uns. Haut rein. Ich werde jetzt erstmal schön den Loot zurückbringen in unser kleines Häuschen unter der Brücke. La 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 la. Ciao, ciao.